auf dem Landweg von Deutschland nach Indien. Wir waren 11,5 Monate unterwegs und haben in dieser Zeit etwa 25.000 Kilometer zurückgelegt, haben rund 4.300 Liter Diesel verbraucht, 2 Sätze Reifen, aber dazu später mehr. Während einer solchen Strecke geht selbstverständlich auch das eine oder andere Teil am Fahrzeug kaputt. Die größten Pannen waren nach unseren spektakulären Reifenplatzern wohl 2 defekte Anlasser, 3 gerissene Keilriemen, 1 undichter Ölkühler, ein Kurzschluss, der zur Folge hatte, dass die Scheibenwischermotoren, die Hauptscheinwerfer und die Bremslichter abgeraucht sind, unzählige undichte Dieselleitungen und einige Wassereinbrüche durch die Dachluken, weil die Dichtungen durch die Hitze kaputt gegangen sind. Was haben wir sonst noch verbraucht? 1 Satz Bremsbeläge, 5 Außenspiegel, die bei diversen Fahrmanövern auf der Strecke geblieben sind, 5 Liter Differentialöl, 3 Liter Servoöl für die Lenkung und ca. 40 Meter Panzertape. Unsere Reise hat in Darmsheim begonnen und hat uns von dort durch 10 Länder geführt. Österreich, Slowenien, Kroatien, Serbien, Bulgarien, die Türkei, der Iran, Pakistan, Indien und Nepal. Für die letzten 4 Länder haben wir ein Visum benötigt und auch ein Canede Passage, ein Zolldokument, mit dem die Ein- und Ausreise protokolliert wird. Man hört oft von Reisenden, dass sie viel Schmiergeld an den Grenzen zahlen mussten. Mit der richtigen Strategie bleibt das aber in einem sehr überschaubaren Rahmen. Es gibt 3 Grundregeln. Erstens, immer höflich und freundlich sein. Zweitens, den Menschen lieber etwas zu viel Respekt entgegenbringen. Und drittens, immer den Eindruck vermitteln, ich hab Zeit. Nur wer unter Druck ist oder die Zöllner reizt, muss mit Problemen rechnen. Auf diese Weise haben wir während der gesamten Reise nicht mehr als 15 Euro Bakschisch gezahlt. In den 11,5 Monaten sind uns 7 verschiedene Währungen durch die Hände gegangen. Und wir mussten uns mit 9 verschiedenen Sprachen zurechtfinden. Großteils kommt man aber immer ans Ziel, auch wenn man sich nur mit Händen und Füßen verständigen kann. Fangen wir aber erst einmal ganz am Anfang an. Die Idee für unsere Reise entstand kurz vor dem Abitur im Jahr 2000. Warum gerade Indien? Nun ja, dafür gibt es mehrere Gründe. Zum einen hat Kurt dort Verwandte, die er noch nie gesehen hatte. Dann wollten wir eine Reise auf dem Landweg machen und schon deshalb hat sich diese Reiseroute angeboten. Schließlich hatten Hunderte, wenn nicht sogar Tausende von Hippies in den 70ern den gleichen Weg gewählt. Und zu guter Letzt hatte uns die Kultur, die Landschaft und das Leben in Indien sowie in jedem einzelnen Land auf unserer Reiseroute so fasziniert, dass wir eigentlich gar nicht anders konnten und wollten. Das Ziel stand also fest und jetzt ging die Suche nach einem geeigneten Fahrzeug los. Erst war ein VW-Bus geplant, aber da wir befürchtet haben, damit nicht überall aus eigener Kraft wieder rauszukommen, haben wir bald mit einem Unimog geliebäugelt. Wie es der Zufall so wollte, haben wir Ende 2000 dann unseren Samson entdeckt. Ein Unimog vom Typ 404S, in gutem Zustand, mit wenigen Kilometern, ausgemustert von der Bundeswehr. Jetzt war also auch das Fahrzeug da und der erste richtige Schritt war getan. Jetzt gab es für uns kein Zurück mehr. Nach einigen Wochen Suche hatten wir dann Anfang 2001 auch eine alte Scheune in Reusten bei Tübingen gefunden, um unser Gefährt auf Vordermann zu bringen und nach unseren Bedürfnissen umzubauen. Es mag auf den ersten Eindruck verrückt klingen, aber wir haben es für nötig gehalten und im Nachhinein hat sich das auch bestätigt, dass wir den kompletten Unimog bis auf die letzte Schraube zerlegen müssen, um jeden Defekt ausmerzen zu können. Außerdem konnten wir nur so wissen, wie welches Teil wohin gehört und welches Werkzeug für unsere Reise wichtig ist. Wir haben uns dann also nach Dienstschluss beim Zivil- bzw. Grundwehrdienst in der Scheune getroffen und in der Rekordzeit von 4 Wochen den kompletten Unimog in Einzelteilen vor uns liegen gehabt. Bis jetzt ist uns sozusagen alles zugeflogen, aber kaum war unser fahrbarer Untersatz zerlegt, gab es den ersten Rückschlag. Wir mussten aus der Scheune raus, weil sich einige Nachbarn offensichtlich belästigt gefühlt haben, obwohl wir die vorgeschriebenen Ruhezeiten peinlichst genau eingehalten hatten. Was also tun? Die Ersatzteile durften wir in der Scheune lassen, aber nicht dran weiterarbeiten. Wir brauchten also dringend eine neue Scheune. Monatelang haben wir verzweifelt gesucht. Wir haben Kleinanzeigen durchgeschaut, haben jeden, der uns über den Weg gelaufen ist, nach einer Unterkunft gefragt und sind sogar die verschiedensten Dörfer abgefahren und haben die Bauern persönlich gefragt, ob sie uns eventuell helfen können. Fehlanzeige. Beim Durchsuchen der Kleinanzeigen sind wir dann auf einen zweiten Unimog gestoßen. Der war zwar von der Verfassung nicht ganz so fit, hatte aber einige gravierende Vorteile im Vergleich zu dem Original von der Bundeswehr. Dieser Unimog hatte einen Dieselmotorumbau, 2 große 300-Liter-Tanks, eine Campingküche und den wesentlich größeren Wohnaufbau. Da wir für den ersten Unimog nichts bezahlen mussten, weil wir ihn sozusagen vor der Schrottpresse gerettet haben und der zweite auch nicht sehr teuer war, haben wir beschlossen, aus 2 Maroden einen ganzen Unimog zu machen. Und im Herbst 2001 hatten wir dann auch endlich wieder eine Scheune, direkt in Tübingen.
Ein zweites Mal haben wir einen Unimog komplett auseinandergenommen und haben sämtliche Teile wieder in Schuss gebracht. Der Motor wurde general überholt, alles entrostet und neu lackiert, der Innenausbau neu gemacht und am Ende haben wir wieder alles zusammengesetzt. Sozusagen Puzzeln für Fortgeschrittene. Wir sind übrigens keine Kfz-Mechaniker. Learning by doing, das war unsere Devise und wenn wir mal nicht weiter wussten, dann haben wir eben jemanden gefragt, der sich damit auskennt. Im März 2002 waren wir dann fertig mit der Restauration und am 27. Mai war dann alles erledigt. Die letzten Arbeiten waren abgeschlossen, das Gepäck und die Einrichtung war in den Schränken verstaut und die Visa waren auch alle bewilligt. Und dann war der große Tag. Am 28. Mai wurden die Tanks gefüllt, die engsten Freunde zum letzten Abschied eingeladen und dann ging es los. Kurt, Manu und unser Unimog Puh. Der Start unserer Reise hat eher einer Flucht geglichen als einer Urlaubsreise. Innerhalb von 3 Tagen waren wir in der Türkei. Knapp 2000 Kilometer sind wir sozusagen durchgefahren. Lediglich 3 bis 4 Stunden haben wir zwischendurch angehalten, um unserem Unimog eine Verschnaufpause zu gönnen. Während der eine gefahren ist, hat der andere geschlafen. Kaum waren wir in der Türkei, wo die Straßen etwas rauer und die Temperaturen etwas höher waren, gab es die erste erschreckende Panne. Wir hatten uns zwar schon an der bulgarischen Grenze einen Plattfuß eingefahren, aber der Reifenplatzer in der Türkei war eine neue Dimension, die uns etwas erschreckt, aber nicht weiter beunruhigt hat. Weil unser Ersatzreifen schon verbraucht war, blieb uns nichts anderes übrig, als bei Morgendämmerung selbst einen neuen Schlauch und einen neuen Reifenmantel zu montieren. Glück im Unglück, die Felge hat nichts abbekommen. Es ging weiter Richtung Süden. Unser Ziel? Ölüdünis bei Fethiye am südwestlichen Ende der Türkei. So langsam machte sich der Ernst des Traveler-Lebens bemerkbar. Zwischendurch hatte sich ein Keilriemen verabschiedet, aber das gravierendere Problem waren die Reifen. Zum Glück hatten wir 5 Ersatzreifen dabei, weil uns innerhalb der nächsten 24 Stunden 3 weitere Schläuche geplatzt sind. Zwar sind die Felgen jedes Mal ganz geblieben, aber der Mantel wurde immer zerstört. Grund für die Reifenplatzer? Die Original-Bundeswehrreifen sind nur für 4,5 Tonnen ausgelegt. Mit Werkzeugen und Ersatzteilen hatten wir aber ein Gesamtgewicht von über 5 Tonnen. Wie lebt man eigentlich in einem Unimog? Wasser gibt es an Brunnen, in Flüssen oder im besten Fall direkt an Quellen. Gibt es keinen Schlauch, muss man die Bordwassertanks eben mit einem Kanister befüllen. Kochen konnten wir auf engstem Raum auf 2 Gasflammen. Gegessen und gespült wurde im Freien, ach ja, und geduscht und aufs Klo gegangen übrigens auch. Nach einigen Tagen Akklimatisierungsphase ging es dann weiter, Richtung Osten an der Mittelmeerküste entlang, Richtung Antalya. So um die 200 Kilometer sind wir am Tag gefahren, haben dann einen Schlafplatz gesucht und haben den Rest des Tages damit verbracht, Lebensmittel zu besorgen, kochen, lesen, entspannen und den Unimog in Schuss zu halten. Von Antalya ging es nordwärts Richtung Ankara, weil man uns dort versichert hatte, dass wir dort neue Reifen bekommen würden. Ich lass nur zurück, was keiner braucht. Lass die mich unten, als obwohl sie selbst nicht taucht. Denn ich brauch freie Sicht, ich weiß, ich leb umsichtig. Mir ist nicht viel wichtig, nur eins folgt mir nicht. Ich bitte dich nicht, mit mir zu gehen, weiß das eine. Reisen ist gesund, ich hau ab und zieh Leine. Auf dem Weg in eine der größten und unserer Meinung nach auch hässlichsten Städte in der Türkei sind uns einige skurril beladene Fahrzeuge aufgefallen. Mit meterhohen Reifentürmen, Autokarossen direkt auf Pickups geschnallt oder einfach nur hoffnungslos überladene LKW. Und wir fahren ab über Wasser, wenn da Brücken sind. Hey, der Typ hat ne Meise am Rückenwind. Wir betreten neue Wege, die wir noch nicht hatten. Ich nehme ein Mittelstück in meinem Windschatten. Hey, ich packe meine Sachen. Eigentlich hätte uns nichts freiwillig nach Ankara geführt, aber der größte Reifenhändler der Türkei war unsere einzige Hoffnung auf neue Reifen. Wir hatten mit Problemen gerechnet, aber dass es anscheinend unmöglich ist, in der Türkei passende Reifen für einen Unimog zu bekommen, das hat uns doch überrascht. Insgesamt 3 Tage haben wir bei Abdülkadir Özkan die Gastfreundschaft strapaziert und wir haben jede einzelne Möglichkeit, um an neue Reifen zu kommen, durchgespielt. Die Ideen und Versuche gingen von Traktorreifen über nachgeschickte Reifen aus Deutschland bis hin zu neu gefertigten Felgen auf die Normreifen gepasst hätten. Wie gesagt, 3 Tage und einige Liter Tee später wurden aus irgendeinem entlegenen Winkel in der Türkei Reifen angeliefert, die zwar etwas zu groß, aber noch passend für die Felgen waren. Die Reifenhändler wollten fast schon verzweifelt aufgeben, aber eins hatten wir von den Türken schon gelernt: Was nicht passt, wird passend gemacht. Endlich neue Reifen und die waren so überdimensioniert, dass das gesamte Gewicht problemlos von einem einzigen Reifen getragen werden konnte. Endlich konnten wir Ankara verlassen und uns wieder unbekümmert dem Reisen widmen. Weiter ging es Richtung Osten mit grober Richtung Iran.
can't wait to get on the road again. Von jetzt an gab es erstmal nur noch Wartungsarbeiten, die am Auto gemacht werden mussten. Sonst konnten wir die immer wechselnde und atemberaubende Landschaft genießen. Und gab es mal keinen Weg, wo wir durch wollten, dann wurde eben einer gemacht. Mit unseren neuen Offroad-Reifen war aber kein Gelände zu schwer für uns. Und so hatten wir immer einen traumhaften Schlafplatz mitten in der Pampa. Zwischendurch haben wir auch Menschen getroffen, die schon in Deutschland gearbeitet haben, wie zum Beispiel einen LKW-Fahrer, der vor lauter Freude uns zu sehen in seinen Laderaum gegangen ist und uns dort mit den neuesten Sorten Eis versorgt hat. Später haben wir dann Freunde getroffen, die mit ihrem Hanomag auch nach Indien unterwegs waren und sind ab da gemeinsam gefahren, sozusagen im Konvoi. Letzter Stopp vor der iranischen Grenze war der Wannsee. Im Iran überrascht die Unmenge an Platz. Eine Fahrbahn ist etwa so breit wie eine komplette Autobahn in Deutschland. Dann kommt erst nach 100 Metern nichts und dann kommt die Gegenfahrbahn, die nochmal genauso breit ist. Die Distanzen im Iran sind gigantisch, aber vom Zeitaufwand abgesehen problemlos zu bewältigen. Einmal 600 Liter volltanken für sage und schreibe 10 Euro. Die Märkte im Iran, hier in Tabriz, sind in riesigen, verwinkelten und oft auch dunklen Hallen untergebracht, in denen man gerne mal die Orientierung verliert. Aber kaufen kann man alles. Von Lebensmitteln über Kleider bis zu Geschirr und Fahrrädern. Mittlerweile hatten wir gut 6000 Kilometer zurückgelegt und waren am Kaspischen Meer. Als Nachtlager hatten wir uns den Strand ausgesucht und wollten ein Feuer machen. Ungefragt hilfsbereit hat uns ein Mann mit seinen Freunden beim Treibholz sammeln und Feuermachen geholfen. Und am Ende des Abends saßen wir in einer illustren Runde bei Tee und Eis mit Gitarre und Akkordeon ums Lagerfeuer und haben abwechselnd gesungen. Zugegeben, unsere Lieder konnten den farsischen Weisheiten einfach nicht das Wasser reichen. Am nächsten Morgen dann ein kleineres Problem. Unsere Reisebegleiter hatten sich am Strand festgefahren. Aber wozu hat man denn schließlich einen Unimog? Der nächste Stopp war Teheran, die Hauptstadt des Iran. Eine Millionenstadt mit der längsten zusammenhängenden Hauptstraße Asiens. Teheran ist für den Iran eine relativ westliche Stadt, in der die Jugend ihre Freiheit nach und nach erkämpft. Teheran hat aber auch ein gewaltiges Kakerlakenproblem, weil es keine Kanalisation gibt. Die Abwässer versickern dort in unterirdischen Gruben. Vom nördlichen Westen ging unsere Reiseroute zum südlichen Osten des Iran. Dort liegt Bam. Die Argibam, Weltkulturerbe der UNESCO, ist eine Stadt, die komplett aus Lehm gebaut ist. Leider wurde die historische Stadt bei einem Erdbeben Anfang dieses Jahres zu 80% zerstört. Unsere Fahrten hatten sich mittlerweile hauptsächlich in die Nacht verlagert, weil es bei gut 45 Grad im Schatten für uns und unsere Fahrzeuge viel zu heiß war, um tags zu fahren. Und wenn es doch mal sein musste, haben wir kurzerhand die Türen ausgehängt, um so viel Fahrtwind wie möglich abzubekommen. Auch während der Fahrt auf dem Dach sitzen war eine angenehme Alternative zum kochend heißen Fahrerhaus. Als wir nach Pakistan gekommen sind, war der Konflikt mit Indien auf dem absoluten Höhepunkt. Und deshalb hatten wir auch die eine oder andere schlaflose Nacht. Als wir dann aber eingereist sind, sind wir nur positiv überrascht worden. Noch nie auf unserer Reise hatten wir so nette und gastfreundliche Menschen getroffen wie in Pakistan. Leider gibt es von Pakistan nur sehr wenige Bilder. Nicht, weil es nicht genug zu fotografieren gegeben hätte, sondern weil wir uns wegen dem islamischen Glauben mit dem Foto sehr zurückgehalten haben. Im strengen Islam ist es nämlich nicht erlaubt, ein Abbild von Gott zu machen. Und wie es immer so schön heißt, Allah ist überall. Das Fahren in Pakistan war etwas anstrengend. Zum einen gilt ab hier Linksverkehr und zum anderen sind die Straßen in einem miserablen Zustand. Eine pakistanische Hauptstraße würde man hier bei uns oft nicht mal mehr als Feldweg bezeichnen.
Der Grund dafür ist die Art, Straßen zu bauen. Meist afghanische Flüchtlinge sitzen am Straßenrand und klopfen Felsbrocken mit Hämmern zu Schotter. Der wird dann aufgeschichtet und mit einer Teerschicht überzogen. Bei Temperaturen von ca. 50 Grad im Schatten während der Sommermonate und teilweise extremer Minusgrade im Winter hält das natürlich nicht lange. Beeindruckend sind aber ohne Frage die sehr gepflegten und bis auf die letzten Zentimeter mit Reflektoren, Spiegeln und Aufklebern verzierten LKWs. Aber auch hier sind die Lastwagen immer bis zum Anschlag gefüllt und hoffnungslos überladen. Ihre Fahrzeuge lieben die Pakis über alles. Und auf nichts wird so Acht gegeben wie auf ihre LKWs und Busse. Jedes einzelne Vehikel ist ein absolutes Kunstwerk und mit viel Liebe gebaut, ausgebaut, verziert, bemalt und rundherum mit unzähligen Glöckchen versehen, die man schon von weitem hört. Landschaftlich beherrscht Stein- und Sandwüste das Bild. Auch hier hat es sich das eine oder andere Mal ausgezahlt, mit einem Unimog unterwegs gewesen zu sein. Pakistan ist für Reisende ein frauenleeres Land. In der kompletten Woche, in der wir durch Pakistan gefahren sind, haben wir sage und schreibe 2 Frauen gesehen, aber die auch nur von weitem. Aufgrund dieser Tatsache hat sich uns natürlich eine Frage immer wieder aufgedrängt. Als Mann dieses Land zu bereisen, ist ein absoluter Traum. Aber wie muss das für eine Frau sein? Später haben wir von Frauen, die Pakistan bereist haben, erfahren, dass sie, wie wir, nur die besten Erfahrungen gemacht haben. Jeder hat von Pakistan und seinen Menschen nur geschwärmt. An der Grenze zu Indien gab es wieder eine positive Überraschung. Trotz Säbelrasseln bei den verfeindeten Staaten haben wir nicht einen einzigen Soldaten an der Grenze gesehen. Was den Straßenverkehr angeht, waren wir eigentlich der Meinung, es kann nicht schlimmer werden. Aber es kam schlimmer. Innerhalb von wenigen Stunden hat uns ein Bus gestreift und den ersten Außenspiegel abrasiert. Und kurz darauf hat unser Bremsweg nicht ganz gereicht. Außer einer verbogenen Stoßstange ist aber nichts passiert. In Indien herrscht Chaos. Auf indischen Straßen bewegt sich alles, was Beine und Räder hat, zur selben Zeit. Hunde, Affen, Kühe, Esel, Pferde, Kamele, Radfahrer, Ochsenkarren, Traktoren, Rikschas, Autos, Busse, LKWs und. Das erlebt man immer und überall. Dafür hat man an jeder Ecke kleine Obst- und Gemüsestände am Straßenrand mit den schmackhaftesten Früchten, die man sich nur vorstellen kann. Dann ist etwas passiert, auf das wir eigentlich gerne verzichtet hätten. Beim Überholen ist ein Traktor plötzlich und ohne Vorwarnung abgebogen und direkt vor unseren Unimog. Der war definitiv stärker und wir haben den Traktor umgeschmissen. Zum Glück ist der Anhänger stehen geblieben. Auf dem waren ca. 30 Frauen, die vom Feld zurück zum Bauernhof gefahren wurden. Der Bauer war völlig unter Schock und hat sich anscheinend an der Wirbelsäule verletzt. Uns ist nichts passiert, aber unser Unimog hat einige Macken abgekriegt. Zwischenzeitlich hatten wir Fritz, unseren gemeinsamen Freund, in Delhi abgeholt. Er hat uns während der Sommerferien für 6 Wochen begleitet. Und wie das nun mal bei uns so ist, wer mitfährt, muss auch mit anpacken. Weiter ging es Richtung Norden nach Manali und weiter Richtung Leh Ladakh in der Kaschmir-Region. Zwischenzeitlich stand unser Reisekilometerzähler bei gut 12.000 Kilometern. Indien ist ein absolutes Dienstleistungsland mit für deutsche Verhältnisse lächerlichen Preisen. Kurze Strecken legt man dort am besten mit Fahrradrikschas zurück und rasieren lässt man sich. Das sieht abenteuerlicher aus, als es ist, und für 20 Cent gibt es noch eine entspannende Kopfmassage inklusive. Und wie überall in Asien wird immer und überall Tee serviert. In Indien ist man, was das Beladen von LKWs und Traktoren angeht, noch etwas erfinderischer als in den anderen Ländern, in denen wir waren. Auf dem Weg in die nördlichste Region Indiens gewinnt man schnell an Höhe und es öffnen sich hinter jeder Kurve Täler von bezaubernder Schönheit. Ein Problem für die hoffnungslos überladenen LKWs sind die Pannen. Hier ist zum Beispiel eine Antriebswelle gebrochen, weil die Steigung für das Gewicht einfach zu hoch war. Laut Aussage eines LKW-Fahrers darf ein LKW laut Gesetz nicht mehr als mit 9 Tonnen beladen werden. Dazu meinte er nur, welchen Inder interessieren schon Gesetze? Unter 25 Tonnen fährt hier keiner. Aber wenn es in Indien eins gibt, dann sind es immer und überall viele Menschen und die packen dann auch alle zusammen an. Weiter nach Leh überquert man die höchsten befahrbaren Pässe der Welt. Die Gebirgszüge des Himalaya sind absolut gigantisch. Man kommt sich vor wie ein Zwerg. Für den Vergleich, unten links der Punkt in dem Felsabsatz, das ist unser Unimog.
In 3 Tagen haben wir 4 Pässe hinter uns gelassen. Der höchste, der Tag Lang La, war 5.328 Meter über dem Meeresspiegel. Straßen waren da maximal noch angedeutet, aber wie schon mal gesagt, wozu hat man denn einen Unimog? Mit dieser heftigen Höhe hatten wir anfangs schon ganz schön zu kämpfen. In dieser dünnen Luft war selbst die Morgentoilette eine absolute Tortur. Nach dem erledigten Geschäft war man dann reif für Sauerstoffzelt. Auf den Passstrecken gibt es immer wieder Zeltdörfer, in denen man essen, rasten und schlafen kann. Die Route nach Leh ist in der Regel nur von Juni bis September befahrbar, sonst liegt hier nämlich meterhoch der Schnee. Aus diesem Grund fahren in dieser Zeit Tausende von LKWs, um die sonst von der Außenwelt abgeschnittenen Regionen mit Gütern aller Art zu versorgen. Die Zeltdörfer sind also hauptsächlich für die LKW-Fahrer aufgestellt und werden vor dem Winter dann wieder abgebaut. In Indien ist man nie alleine. Selbst in den entlegensten Winkeln trifft man Menschen. Eher eine Seltenheit in Indien, aber in dieser Region zahlreich vorhanden, Bäche mit klarem Trinkwasser. Ein weiterer häufiger Defekt bei den indischen LKW, der klassische Achsbruch. Wir befinden uns mittlerweile in Leh auf gut 4000 Metern Höhe. Es ist kaum zu glauben, aber man muss sich hier immer wieder klar machen, dass man auf derselben Höhe wie die höchsten Berge in Europa im T-Shirt sitzt und auf Berge schaut, die locker über 7000 Meter hoch sind. Eine umfangreiche Allgemeinbildung ist in vielen Regionen Indiens absoluter Luxus. Aus diesem Grund versuchen verschiedene Organisationen mit großen Schriftzügen zum Beispiel über Krankheiten aufzuklären. Das hier nennt man indische Innenraumreinigung mit dem Hochdruckreiniger. So schön können Polizeiuniformen sein. In Leh befindet sich auch das höchste Polofeld der Welt. Hier unser Gästezimmer. Und unser Frühstück. Die Menschen hier im Norden Indiens haben schon einen sehr starken tibetischen Einschlag und sind furchtbar nett. Hier war der Dalai Lama zu Besuch, aber zur Enttäuschung der Hunderten von Gläubigen, die am Straßenrand gewartet haben, um ihr religiöses Oberhaupt zu sehen, ist er in einer Autokolonne nur vorbeigefahren. Nach einer Woche in Leh haben wir dann den Rückweg nach Manali angetreten. Anfangs das mittlerweile gewohnte Bild. Aber dann kam der Monsun und hat die eh schon schlechten Straßen in Flüsse verwandelt. In Kaschmir müssen sich die Ausländer an diversen Polizeistationen registrieren lassen, damit man im Notfall weiß, wo sie denn verschollen sind. Am Gipfel vom letzten Pass dachten wir dann, dass wir uns verfahren haben und in der Hölle gelandet sind. Eingehüllt in Regenwolken wurden die Straßen neu geteert und zwar nach indischer Manier ohne jegliche Maschinen und nur mit der Hand am Arm. Zu dieser Arbeit werden hauptsächlich Tamilen angeheuert, die aus einer der ärmsten Regionen in ganz Indien kommen. Der Teer wird in Tonnen über dem Feuer flüssig gemacht und dann mit Rechen und Schaufeln mit Schotter vermischt. Verfestigt wird das Ganze nur durch die passierenden Autos. Diese armen Teufel sind über und über schwarz vom Teer und leben großteils unter menschenunwürdigen Verhältnissen. Gerade mal kein Barbier in der Nähe? Na dann muss man eben wieder selber zum Rasiermesser greifen. Irgendwann nach 13.000 Kilometern Fahrt ist uns dann der Anlasser abgeraucht. Gemerkt haben wir das natürlich erst, als wir wieder losfahren wollten und wegen dem geringen Sauerstoffanteil wollte sich unser Puh nicht so richtig anrollen lassen. Aber kurz vor Ende vom Hang hat es dann doch noch geklappt. Als wir ihn dann reparieren wollten, haben wir wieder einmal Indien erlebt.
Wir hingen beide eingezwängt zwischen Reifen, Motor und Chassis und sind fast verzweifelt. Wieder mal hatte jeder von uns mindestens 5 Hände zu wenig. Auf einmal sehen wir eine schwarze Hand vom Fahrgastraum in den Motorraum lang, um genau dort anzupacken, wo eine 5. Hand notwendig war. Unglaublich, wir wissen bis heute nicht, wo unser Helfer hergekommen ist, aber er war auf einmal da und hat eine Riesenfreude gehabt, uns zu helfen, und zwar ohne jeglichen Hintergedanken. Wie schon mal erwähnt, werden in Indien die Straßen nicht nur von Fahrzeugen genutzt. Von Schildkröten über Ziegen, Schafe und Gänse bis zu den allgegenwärtigen Kühen ist uns alles für den Unimog gelaufen, was nicht selten eine Vollbremsung zur Folge hatte. Bis auf eine Ente haben aber alle Tiere nochmal Glück gehabt. Nächstes Ziel, Nepal. Auf dem Weg dorthin durften wir in einer Schule übernachten und haben einen Einblick in das fast schon militärische Schulsystem bekommen. Die Kinder werden im Alter von 3 Jahren eingeschult. Wenn sich die Eltern eine der vielen Privatschulen leisten können, lernen die Kinder ab der 1. Klasse Englisch. In diesem menschenüberfüllten Land ist es nicht so einfach, einen ruhigen Schlafplatz zu finden. Und so kann es schon mal vorkommen, dass sich ein scheinbarer menschenleerer Hof am nächsten Morgen als Dorfmarktplatz entpuppt. Dann hatten wir die nepalesische Grenze erreicht und ab hier waren die Straßen zunächst wesentlich besser. Aber nicht lange. Die Straßen, die mit Entwicklungshilfe gebaut worden sind, wurden mitten in die steilen Hänge gezogen und durch den Dauerregen sind die aber natürlich abgerutscht. Und so gab es stellenweise gar keine Straße mehr. Die nächste Anlasserpanne. Macht ein Nepali oder ein Inder eine längere Auto-, Bus- oder Lkw-Fahrt, fehlt die improvisierte Feldküche niemals. Für das leibliche Wohl wird kurzerhand am Straßenrand gesorgt. Das typische Landschaftsbild in Nepal. Reisterrassen, wohin das Auge reicht. Unsere Route durch Nepal ging einmal von West nach Ost, über Pokhara nach Kathmandu. Hier gab es keine andere Möglichkeit, einen Schlafplatz zu finden, als uns in einem Hof eines Hotels einzumieten. Unglaublich aber war, hier sind wir mit dem Unimog durchgefahren. Kathmandu, die Stadt der Tempel und der Stupas, eine Hochburg des Hinduismus. Der Pashupatinath ist einer der heiligsten Hindu-Tempel am Ganges. Hier werden rituell die sterblichen Überreste von gläubigen Hinduisten verbrannt und anschließend wird die Asche dem Ganges übergeben. Pro Verbrennung werden ca. 300 Kilo Holz verbraucht. Rings um Kathmandu gibt es deshalb weit und breit keine Wälder mehr. Doch leider gibt es im hinduistischen Glauben keine alternative Bestattung. Die Verbrennung ist fester Bestandteil der Reinkarnation. So sparen viele Leute lange Zeit auf ihre sehr kostenintensive Bestattung. Man hat zwar schon nach Alternativen gesucht, wie zum Beispiel eine elektrische Verbrennung, doch sitzt nicht nur der Glaube sehr tief, sondern auch die Tradition. Der Glaube spielt in den armen Regionen dieser Welt eine ganz wesentliche Rolle, weil er der einzige Funke an Hoffnung ist, den die Leute haben. Damit die Götter der Familie wohlgesonnen sind, werden Opfer gebracht. Hier wird Hunderten von Hühnern und Ziegen der Kopf bei lebendigem Leib abgeschnitten und das Blut wird der Göttin Kali geopfert, die die schreckliche Macht des Todes symbolisiert, sowie über Krankheiten und Hungersnot herrscht. Im Hinduismus gibt es unzählige Gottheiten und jede hat ihr Aufgabenfeld. Die älteste Gottheit ist Shiva, Gott des Erhaltens und Zerstörens. Die toten Tiere landen abends dann auf den Tellern. Opfer und anschließendes Festmahl. Zwei Fliegen mit einer Klappe sozusagen. Viele können sich aber erst gar kein Huhn leisten. Magdapur ist eine Stadt, die vor einigen Jahren mit Entwicklungshelfern neu aufgebaut wurde. Damals hat man einen der ersten Kanalisationen in Nepal eingerichtet. Heute ist der Ort ein Magnet für Touristen. So sauber wie hier ist es in Nepal sehr selten.
Ein Umschlagplatz für Stoffe, Töpferwaren, Gewürze und was auch immer das Touristenherz begehrt. Getöpfert wird vor Ort auf umfunktionierten LKW-Reifen. Das Brennen übernimmt dann die Sonne. Man kommt, sieht und bestaunt sich. Touristen sowie Einheimische. Weiter von Kathmandu Richtung Süden. Fast 100 Tage waren wir jetzt schon unterwegs und haben gut 15.000 Kilometer hinter uns gelassen. Weiß ist gleich reich. Das haben die Leute gelernt. Von uns war leider nicht viel zu holen. Wer sich alleine fühlt, muss einfach mal in Indien oder Nepal vorbeischauen. Einsamkeit ist ein Fremdwort, aber wer will das schon? Mit den Jungs hier konnte man prima Lieder singen. Im Süden Nepals liegt der Chitwan Nationalpark. Einmal durch den Dschungel kämpfen und Balu, Bagheera oder Colonel Hathi mal Hallo sagen. Tiger haben wir keine gesehen. Vielleicht auch ganz gut so, aber auf dem Rücken von einem Elefanten auf Nashornjagd gehen, das wollten wir auf jeden Fall mal mitgemacht haben. Keine Angst, wir haben nur mit den Fotoapparaten geschossen. Nach 4 Monaten weg von zu Hause haben wir uns dann mal wieder Fisch auf deutsche Art gebraten. Wir hatten unsere Reiseführer eingeladen und für sie war es das erste Mal, dass sie einen Fisch am Stück zu essen bekommen haben. Hat ihnen irgendwie nicht so wirklich geschmeckt, uns dafür umso mehr. Gefeiert wird immer. Bei so vielen Göttern, die es im Hinduismus gibt, fallen einige Feiertage ab. Die Elefanten im Chitwan-Nationalpark arbeiten zum einen als Touristentransporter und zum anderen als geländegängige und dschungeltaugliche Lastenträger für das eigene Futter. Das Praktische dabei, die Zweige kann der Elefant selbst mit dem Rüssel abreißen. Für den sind selbst 20 cm dicke Äste nicht das geringste Problem. Im Breeding Center des Nationalparks wird der Nachwuchs aufgezogen. Die Kleinen sind richtig trollig und laufen frei rum. An den Elefantenkeksen sind einige aber überhaupt nicht interessiert. Spielen, das wollen sie. Und obwohl sie erst einige Monate alt sind, haben die kleinen Racker schon ein ganz schönes Kampfgewicht. Und wenn die einen über den Haufen rennen, naja, das spürt man schon. Von Nepal ging es dann wieder nach Indien. Und obwohl wir wegen den Wolken vom Mount Everest nichts gesehen haben, waren wir auch so sehr beeindruckt von diesem Land, das so viele Möglichkeiten hätte, wäre nicht Korruption und Terror durch die Maoisten an der Tagesordnung. Bei der Ausreise gab es dann ein größeres Problem. Der Stempel in unserem Carnet de Passage war bei der Einreise auf der falschen Seite gemacht worden und man wollte uns wieder zurück ans andere Ende von Nepal schicken, weil man sich dort ja vielleicht an uns erinnern könnte. Natürlich totaler Blödsinn und wie so oft waren wir einfach beharrlich hartnäckig und haben uns von ganz unten nach ganz oben zum Chef der Grenzstation durchgefragt und der hat dann glücklicherweise ein Auge zugedrückt. Das mussten wir dann nur noch bei der Einreise in Indien plausibel erklären und nach einem halben Tag Reden und Verhandeln hatten wir uns einen weiten Umweg gespart. Lustige Vehikel trifft man hier immer wieder. In den LKW-Fabriken werden nur die Fahrgestelle mit Fahrerhaus gefertigt. Den Aufbau kreieren die Transportunternehmen nach Bedarf und eigentlich ausschließlich aus Holz. Von der Fabrik bis zu den Unternehmen fahren die Fahrer oft viele hundert Kilometer mit sehr viel Wind um die Ohren. Wie lebt man in Indien? Nun ja, in den allermeisten Fällen sehr einfach. Grundsätzlich wird erstmal alles auf dem Boden erledigt. Tische oder sogar Werkbänke sind Mangelware. Gemüse und Obst in Hülle und Fülle. Und für den Hunger zwischendurch gibt es alle paar hundert Meter ein Dhaba, wo man typische indische Gerichte innerhalb von wenigen Minuten aufgetischt bekommt. Indisches Fastfood. Super lecker und vor allem auch billig. Gerade mal 3 Euro haben wir zu zweit pro Tag verbraucht und da waren wir 2-mal am Tag warm essen. Ja, in solchen Situationen waren wir echt froh, dass wir nicht auf die Leute gehört haben, die uns von unserem Unimog abgeraten haben.
bleibende Eindrücke bei uns und teilweise auch in der Landschaft. Das hier ist unsere Reisewaschmaschine. Wäsche rein, eine mit Sand gefüllte Flasche verkehrt rum dazu, mit Wasser auffüllen, Waschmittel drauf und dann ab aufs Dach damit. Die Sonne heizt das Wasser auf und die Flasche schlägt beim Fahren hin und her und walkt die Wäsche schön durch. Nach 2 bis 3 Stunden muss die Wäsche dann nur noch ausgespült werden und ist wieder blitzsauber. Unsere Route führte weiter westwärts. Anfangs waren die Straßen ein echter Graus. Ein Schlagloch nach dem anderen und bis zu 1 Meter tief. Da waren nicht mehr als 10 km/h im Durchschnitt drin. Je weiter es nach Westen ging, wurden auch die Straßen besser und es ging weiter über Varanasi und Lucknow nach Dehradun. Spielende Kinder direkt neben der Abwasserrinne. Bei uns unvorstellbar, in Indien aber völlig normal. Was man ihnen aber auf keinen Fall nachsagen kann, dass sie dreckig wären. Hier das morgendliche Waschen am Brunnen. Der größte Stolz einer Inderin bzw. eines Inders sind seine Haare. Sie werden regelmäßig mit Öl und Kokosmilch gepflegt. Das hier ist die schnellste und günstigste Art, sich zum Beispiel in Delhi fortzubewegen. Man muss zwar immer erst lange verhandeln, bis der Preis angemessen ist, aber dann kommt man in dem unglaublichen Gewühl relativ schnell voran. Nur Angst darf man keine haben, sonst überlebt man die waghalsigen Fahrmanöver vermutlich nicht. Neuer Besuch. Babsi, eine Freundin aus der Schulzeit, war 1 Monat zu Gast in unserem Unimog. Während dieser Zeit hat immer einer auf dem Dach geschlafen, was stellenweise zwar eine Qual war, weil es Millionen von Moskitos gab, aber auch ein Segen sein konnte, weil es da oben lange nicht so warm war wie im Unimog. Außerdem konnte man die Sonnenauf- und Untergänge richtig schön beobachten. Was wir hier sehen, ist Mandy. Mit Hennafarbe aus kleinen Spritztütchen werden die kleinen Kunstwerke auf die Hand gemalt und sind ein sehr beliebter Körperschmuck bei den Inderinnen. Wenn die ganze Familie zusammenkommt, dann wird es schon mal eng. Ist aber überhaupt kein Problem, weil man den Fußboden ja noch mit benutzen kann. Kein Platz mehr im LKW? Na, Inder wissen sich eben zu helfen. Manchmal ist die Straße aber auch einfach nicht breit genug. Ziemlich betröppelt, aber unverletzt sitzen die Fahrer links am Hang, bewachen die Ladung und warten auf eine Bergungsmannschaft. Sonnenuntergänge. Nur einer von vielen und jedes Mal bezaubernd schön. Eine kleine Wasserbüffelherde. Längst nichts Neues mehr für uns. Diese Rinder sind aber für die Inder sehr wichtig. Sie liefern zum einen Milch und zum anderen wird der Kot in den Sommermonaten getrocknet und dient im Winter als Brennstoff zum Heizen der kleinen dünnwandigen Hütten oder natürlich, um auf dem Feuer zu kochen. Wo wir sind, ist immer was los. Da kommt man sich schon manchmal vor wie ein Affe im Zoo. Aber wer kann es den Leuten verdenken? Wir drehen uns hier ja auch um, wenn eine millionenschwere Limousine vorbeifährt. Und im Vergleich war unser Puh dort nichts anderes. Waschen im Ganges. Eins ist sicher, sauberer wird man davon nicht. Aber für die Hindus ist es ein heiliges Ritual. Wir bewegen uns langsam weiter nach Süden. Wieder über Delhi Richtung Mumbai oder Bombay, wie es früher hieß. Nach dem Ende der britischen Kolonialherrschaft wurde die berühmte Hafenstadt wieder zurückbenannt. Ein Bild in etwas entlegeneren Städten. Hier beherrschen hauptsächlich noch Fahrräder die Straßen. Die Fahrrad-Rikscha-Fahrer haben einen echten Knochenjob. Sie kutschieren von früh morgens bis spät in die Nacht ihre Passagiere durch das unerbärmlichste Verkehrschaos und bekommen dafür nur sehr wenig Geld. Sie strampeln sich bei brütender Hitze oder Dauerregen ab und selbst in den kurzen Erholungspausen lassen sie ihr Gefährt nicht aus den Augen. Colddrinks und Knabberzeug. Man muss hier wirklich auf nichts verzichten. Das ist indischer Gerüstbau. Bambusstangen aneinander gebunden. Das Taj Mahal. Das bekannteste Bauwerk Indiens. Ach ja, und übrigens eine ganz üble Touristenabzocke. Inder bezahlen hier gerade mal 10 Rupees, Ausländer 750. Das sind 5 Cent im Verhältnis zu 16 Euro. Aber für die meisten Touristen ist es trotzdem noch billig. Für uns war es teuer, weil wir mittlerweile schon komplett in indischen Dimensionen gerechnet haben. Schattige Plätzchen sind beliebt und eignen sich hervorragend für ein Nickerchen während der Siesta. Ein indischer Rasentrack. Der wird von 2 Ochsen gezogen und sammelt das geschnittene Gras praktischerweise gleich auf. Wieder einmal Fastfood. Die Pakoras sind gefüllte Teigtaschen mit Gemüse. Sehr lecker und genau richtig für den Hunger zwischendurch.
Wo auch immer man ist, man muss keine Angst haben zu verhungern. Überall hat es Läden, bei denen man was zu essen bekommt. Eine indische Gärtnerei in Agra. Hier eine heilige Kuh, ausnahmsweise mal nicht mit Dreck, sondern mit Farbe beschmiert. Die Hindus machen das bei ihren Gebeten als Ehrung für die Tiere und als Zeichen von Respekt. Im südlicheren Indien werden die Ochsenkarren allmählich von Kamelgespannen abgelöst. Aber Kühe gibt es wirklich überall. Ein Baba auf seiner Almosentour. Die Babas wollen durch ihren Lebenswandel den ewigen Kreislauf der Reinkarnation beenden. Sie leben völlig besitzlos und verbringen den Tag mit Almosen sammeln und beten. So wollen sie durch ihr gutes Karma nach dem Tod gleich ins Nirvana zu den Göttern kommen, ohne wiedergeboren zu werden. In dieser Edelsteinfabrik werden wertvolle Steine geschliffen und verarbeitet. Bei unserem Besuch hat uns der Geschäftsführer verraten, dass es relativ oft vorkommt, dass sich ein Arbeiter dabei den einen oder anderen Finger abschneidet. Das sei normal. So chaotisch die Mauern auch aussehen, nachdem sie verputzt sind, kann man keinen Makel feststellen. Leider mehr Schein als Sein, nicht selten stürzen die Mauern wegen den schwankenden Temperaturen und der hohen Luftfeuchtigkeit ein. Unsere ständigen Begleiter. Und die häufiger werdenden Kamelkarawanen. Eine improvisierte Reifenwerkstatt mit Kompressor und Schlauchflickzeug. Mandu ist eigentlich auch ein Touristenmagnet, weil die Landschaft hier nach einem Hochplateau stark abfällt und man so eine gigantische Sicht hat. Wir hatten es aber zwei Umständen zu verdanken, dass wir fast die einzigen Ausländer waren. Zum einen ist der Tourismus durch die Indien-Pakistan-Krise allgemein eingeknickt und zum anderen ist Mandu in den meisten Reiseführern als überfüllt beschrieben. Mit fortschreitender Kilometerzahl in Richtung Süden wird die Vegetation etwas spärlicher und die Hitze unerträglicher. 45 Grad und das bei teilweise 80%iger Luftfeuchtigkeit. Da ist man um jeden Zentimeter Schatten froh. Alte Tempel gibt es in Indien wie Sand am Meer. Dort, wo Touristen Geld bringen, werden neue Tempel gebaut und die sind oft sehr kitschig und bunt bis zum Abwinken. Ah, unser blinder Passagier. Dieser süße Nager hat sich eine Höhle in unsere Isolierung gefressen und es sich dort gemütlich gemacht. Und weil die Maus schon dabei war, hat sie unser CD-Wechselkabel auch gleich durchgenagt. Angelockt von Erdnüssen haben wir sie aber nach 8 Tagen endlich in einer indischen Mausefalle geschnappt, nachdem unsere Versuche, sie mit einem Eimer zu fangen, kläglich gescheitert waren. Das kleine Biest hat sich den Köder nämlich immer erst dann geholt, wenn wir schon längst geschlafen haben. So sah es dann immer nach einem Waschtag aus. Mittlerweile war unsere Reisewaschmaschine auf der Strecke geblieben und wir haben unsere Wäsche wie die Inder am Brunnen von Hand ausgewaschen. Oft wurden wir in Deutschland noch gefragt, wie wir das denn machen mit dem Duschen. Bitteschön, genau so. Ein Kanister, ein Becher, um sich das Wasser über den Kopf zu gießen und Seife. Fertig ist die Freilichtdusche. Wir befinden uns jetzt in der Nähe der Küste vom Persischen Golf und steuern auf Goa zu, wo es nach wie vor Strände gibt, die zu den schönsten der Welt gehören. In diesem Land war es zwar nicht einfach, einen schönen und einsamen Schlafplatz zu finden, aber wir haben nie aufgegeben und die meiste Zeit hatten wir Glück und den richtigen Riecher. Solche Sonnenuntergänge und oft auch genauso schöne Aufgänge am nächsten Morgen waren absolut keine Seltenheit. Und es ist schwer, jetzt auf dieses Leben zu verzichten.
solange er eine gesunde Familie um sich hat. Wenn uns jemand fragt, ob wir so etwas noch einmal machen würden oder es empfehlen würden, dann gibt es nur eine einzige Antwort und die heißt ja. An dieser Stelle nochmal Danke an alle, die uns unterstützt und an uns geglaubt haben.